Seit 40 Jahren erscheint in Medjugorje die Gottesmutter. Anlässlich dieses Jubiläums wollen wir von Kit einige der Früchte von Medjugorje vorstellen. In Gesprächen und Interviews möchten wir euch gerne einiges zeigen, das sich von Medjugorje in der ganzen Welt verbreitet hat. Heute mit Pater Josu Sofko. Ja, machen. Ja, also liebe Zuseher, ich würde Sie einladen, einen Blick in die Augen dieses Mannes zu werfen. Diese Augen haben die Gottesmutter gesehen. Und ich freue mich, dass er heute sich für mich ein paar Minuten Zeit genommen hat, dass er sagt, ja, wir wollen darüber reden. Und jetzt ist natürlich die Frage, lieber Pater Sofko, 40 Jahre ist es her, dass Medjugorje begonnen hat. Du bist dabei gewesen von Anfang an. Wie hast du diese ersten Tage und Stunden erlebt? Ganz persönliches, nicht also was draußen geschehen ist, sondern rein deine Begegnung mit dem Seher, mit Gott, mit der Gottesmutter. Wie hast du das, was hast du da gefühlt? Ja, in diesem Projekt, ich war seit dem Anfang Projekt vom Himmel, von Mutter Gottes, und ich war nicht bereit. Das war eine Überraschung. Ich habe gerade Exerzitien hier in dieser Stadt vier Ordensfrauen gehalten, circa 30, 35 Schwestern waren dabei. Und dann haben wir beendet in der Früh, 24. Juni, die Mutter Gottes Nachmittag hat begonnen in meiner Pfarrgemeinde. Ich habe probiert, mit meinem Kapellan sprechen, funktioniert nicht, weil war kaputt mit Gewitter, Postamt und verbrannt und das war alles. Und geschehen vor ein paar Tagen bevor Erscheinungen, ohne Strom, ohne Telefon, ohne Wasser, mein abgeschlossen von der Welt. Ich habe das probiert, dass wir können nicht mit Technik verkündigen, dass wir müssen mit dem Herzen, mit dem Leben verkündigen und Zeugnis geben. Das war interessant. Und wie habe ich erlebt? Das war eine schwere Situation. In mein Herz. Ich war verfolgt, wenn Kommunisten, Polizei, Geheim, diese Polizisten, diese Bewegung, diese, weil kommunistische Länder haben verschiedene Polizei, also diese Geheimpolizisten sind Spionen, sind die alles machen und immer bleibt so unbekannt. Und ich habe gedacht, ich bin eine Woche draußen und sie haben ganz aktiv waren mit den Kindern. Ja. Ich bin zurückgekommen und alle sagen, wir haben die Mutter Gottes gesehen. Oh mein Gott. Das war ich so in
eine schwere Situation, weil diese Schwierigkeit war real. Sie haben schon Friede bei uns gemacht, also eine Manipulation gemacht. In einer Pfarrgemeinde, sie haben mit Batterie in der Nacht ein Licht auf dem Berg gemacht und die Leute sagen, schau, das ist etwas, was war nie und das ist von Himmel, von oben, das Mutter Gottes und die Leute kennen mich, aber einige haben geglaubt und ich habe gedacht, dass dasselbe ist, also. Ja, das ist eine Manipulation, weil auch ein Mädchen ist von Sarajevo gekommen, von Gymnasium. Wahrscheinlich sie hat mitgebracht. Also diese... Das war der Verdacht, ja. Ja, Manipulation und Idee, das dient zum Regime. Und ich habe sofort mit Gespräch begonnen. Ich habe nicht zugemacht. Die Kinder, also ich habe eingeladen, die Kinder, dass wir sprechen zusammen. Und zweite Schrift war sofort, wir müssen beten zusammen. Nicht nur sprechen, beten. Weil auf dem Popel, wo die Mutter Gottes erscheint, die Leute sprechen, sind ohne Begleitung, ohne Inspiration, sind neugierig. Erste Tage, nun kommen, das sehen, weil verschiedene Wunder und Zeichen sind gesehen. Also mit der Sonne und auf dem Krieger und auch mit dem Kreuz. Zum Beispiel Sonntag. Ich zelebriere zwei Messen in Pfarrkirche, Kapellan, andere Filialkirche. Halb neun ist die erste Messe. Und eine Gruppe ruft mich, schau auf dem Kreuz. Ich habe geschaut, ich habe nicht das Kreuz gesehen. Und ein Moment, ein Licht und die Mutter Gottes. Und ich bin untergefallen, also Knie. Nachher die Mutter Gottes mit dem Sohn, mit Jesus Kind und endlich das Kreuz von linker Seite strahlt ein Wort mir, Friede. Und das war stark, diese Erfahrung. Ich spreche nicht mehr mit dieser Gruppe vor mir. Ja, ich habe nur in Sakristei gekommen, vorbereitet für die Messe, gefeiert, aber ich habe nie gesagt, ich wollte noch nicht sprechen, publik sprechen, draußen zu Leuten, nichts. Ich wollte nicht meine Meinung, nur ich habe eingeladen, dass wir beten, dass wir sind in Gefahr. Das ist notwendig, dass wir sind offen. Bitte kommen Sie zu beten. Wir beten zusammen. Und ich habe mit dem Gebet begonnen, mit dem Gebet, Rosenkranz. Und ich habe einen ganzen Rosenkranz gebetet. Aber im Schluss, ich spiele Bewegung in der Kirche. Aber dann ist Zeit zur Erscheinung, weil um drei wir haben begonnen. Ich habe gesehen, alles hinweg. Und Bordado auf dem Erscheinungsweg. Mein Gott, ich war so traurig. Ich wollte sprechen und katechisieren, aber sie sind kommen Sie morgen, Sie sind wiedergekommen und täglich bis heute.
kommen zu beten. Das war wichtig. Und am Freitag, wir haben am Beten vor dem Kreuz begonnen, sofort. Mhm. Und diese Tage waren ganz voll. Alles ist große Überraschung. Verschiedene Stimmen kommen, Informationen, ist geschehen das oder das. Mhm. In der Nähe von Kirche lebt ein alter Mann, Josef. Ja. Er war blind. Mhm. Aber nicht geboren geworden. Mhm. Und er glaubte sofort, dass die Mutter Gottes erscheint. Sofort. Mhm. Er betet mit der Frau täglich. Und so ein guter Mann. Er sagte zu einem Neffe, kannst du mitbringen etwas von diesem Platz, wo die Mutter Gottes erscheint? Ja. Man gibt es nicht, man du findest etwas, Stein oder etwas, bisschen Erde. Das Kind hat gefunden, einen kleinen Stein, bisschen Erde, eine Erbe und mitgebracht im linken Hand und sagte zu Josef, das ist von Poberton. Er hat ihm rechte Hand genommen. Ganze Nacht gebetet. Am Morgen im Wasser gesteckt, was die Mutter, Frau hat vorbereitet. Mhm. Er hat gewaschen, Augen, Gesicht und so, und sagte zur Frau, ich sehe dich. Und dann, ja, das war ein Wunder, so lieb, nämlich er war alt und die Frau auch. Mhm. Und sind Miene von, das sind nicht einfach dienen und arbeiten noch im Kampf und so. Aber es ist also großartig, er hat gesehen, was geschieht. Die Mutter Gottes hat ihm die Augen geöffnet. Mhm. Aber diese Augen, was hat dieser Mann wieder gesehen, das war wichtig. Er war im Stoß mit Polizei. Mhm. Du musst schweigen, du kannst niemandem sagen, na, ich muss sagen. Mhm. Du musst sagen, das war immer gesund. Nein. Nein, ich will nicht liegen, weil ich muss dankbar sein. Ich kann nicht. Ja. Und die Leute kommen, er spricht. Und die Polizei hat gesehen, das geht nicht. Sagen wir, bringen dich im Gefängnis. Mhm. Okay. Aber ich kann nicht schweigen. Mhm. Und darum haben Gefängnis für Kinder gefunden, Lösung. Die Kinder von diesem Moment waren im Gefängnis in eigener Wohnung. Mhm. Können nicht mit uns in einer Beziehung sein, kommunizieren. Ja. Und ich bin allein geblieben und ich habe einen geladen in der Kirche, die kommen und informieren. Mhm. Ich habe begonnen. Und dieser Tag war so wichtig für mich, während Heilige Rosenkranz, die Mutter Gottes ist gekommen in der Kirche, in der Mitte. Und wir haben den Rosenkranz untergebrochen, das Gebet stoppt und mit einem schönes Lied,
begrüßt die Mutter. Und sie sagte, betet täglich Rosenkranz. Zusammen. Betet mit der Welt. Das war so wichtig. Für Leute. Und es ist heute noch. 20 Jahre später. Aber die Schwierigkeiten. Ja, die damals war natürlich, also das zu beginnen ist nicht leicht. Wie viele Schwierigkeiten, mit der Kirche auch. Ja, ja. Man mit Kommunisten auch. Mhm. Die Kommunisten sehr oft haben Rosenkranz gesehen, ja. Weil die Leute kommen und beten. Ja. Nehmen weg und schmeißen. Ja, ja. Aber trotzdem. Ja. Und unsere Leute haben etwas, eine Tradition, so tiefe Tradition für Mutter Gottes. Ohne Schuhe kommen für Feste, verschiedene Feste. Ganz viele Kilometer ab. Ja, ja. Gehen ohne Schuhe und dann ohne Schuhe am Kreuzberg, am Fischewatz. Ja. Und wenn das Bischof Franisch hatte gesehen, dass er sagte, das ist sicher. Hier Gnade. Mhm. Das ist Gnade. Und dann Jesuit, die Bischof, Franisch, unser Bischof, hat gesandt. Mhm. Sie war auch überzeugt, hat die berühmte Theologe hat Gnade bekommen und geschrieben hat zum Bischof, ich habe untersucht, ich bin bekehrt. Ich bin bekehrt. Und was ist passiert, dass der Bischof, der ja Anfang überzeugt war, dann so dagegen gewesen ist? Ja, der hat dreimal Heilige Messe zelebriert. Mhm. Und die Leute wissen, dass er ja sagt. Weg. Und er wieder
ruft mir zu sagen, wer war Ratko Perić, neuer Bischofdik, der Kompagnon, ist gekommen von Rom. Und der war genauso dagegen. Ah? Vielleicht sogar noch mehr dagegen als der Bischof Sanic. Ja, ja, viel. Er war Instruktor für Sanic. Ja, ja. Aber das straft uns, das erfolgt uns, das wir haben keine Erlaubnis weiter und so. Ja, ja. Aber ich denke, es war trotzdem für Medjugorje auch wichtig. Denn dadurch ist es wirklich also etwas ganz Katholisches gewesen und keine fremden Einflüsse hatten Platz. Ja, das, wir waren wach, aber das ist nicht von Kirche, von unseren Händen weggegangen. Darum, ich wollte nicht, dass die Leute kommen in die Kirche. Ja, ja. Auf dem Berg, ich weiß nicht, was machen die Leute. Auf dem Berg. Ja. Eine Gruppe macht so und so und so, na. Und Satan, na. Wir sind in der Kirche, wir sind Knie vor am Heiligsten. Wir warten, vorbereiten uns zum Bußsakrament feiern und so weiter. Also beten, zelebrieren und so. Also bis heute ist so. Medjugorje ist nicht gelassen zu unbekannten Leuten, zu fremden Leuten. Nein, nein, nein. Die Kirche ist Zentrum. Ja, genau. Und das war vielleicht. Aber für Bischof, das ist Manipulation. Ja, na, ich hoffe, dass der neue Bischof nicht mehr so sieht. Es gibt jetzt wieder einen neuen. Ja, wirklich. Ja. Und ich hoffe, und dass. Ich erwarte, dass ich kann zurückkommen. Ja, zurückkommen, das ist vielleicht ein Stichwort. Wie ich das erste Mal in Medjugorje war, war ein großes Geraune. Pater Josu ist zurückgekommen. Er ist heute hier. Und da warst du ja vorher, also, ja, ich würde jetzt mal sagen, du bist natürlich zu den Kindern gestanden. Du bist zu den Erscheinungen gestanden, ist doch ganz klar. Aber du musstest dadurch auch viel leiden. Wie hast du das erlebt? Also, man erzählt ja großartige Geschichten, was da alles geschehen ist. Aber wie hast du es selbst erlebt? Es muss ja ganz schlimm sein. Ja, das war für Medjugorje wichtig. Persönliche Erfahrung. Darum, die Kinder sind so stark. Und Eltern und Pfarrgemeinde. Wir haben Erfahrung, selbst erlebt. Ja. Und können kommen andere und sagen das und das, aber das mache ich nicht. Also auch in Predigt. Ja. Die Leute haben schwere Sachen gehört, aber das mache ich nicht. Priester, geh weg, zurück, bleib mir Medjugorje. Ja, ja. Also das ist so, also ein Skandal, aber 40 Jahre ist zu viel. Aber ein Erlebnis bis heute war wichtig und immer persönlich. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Priester. Ohne Erlebnis spirituelle, nicht nur das liegt Mutter Gottes, das bekommt Gnade. Ja. Gnade, die ist tiefer als wahrscheinlich Begegnung von draußen. Eine Gnade, innerliche, neue, geboren, das ist so wichtig. Und du kannst sofort sehen, wann statt mit der Eucharistie. Dieser Mann ist hier geboren. Ja. Ist in Medjugorje, die Mutter Gottes hat diese Priester geboren. Das ist super. Das ist super. Und wenn Predigt hat, na, er kämpft mit, gegen niemanden. Er kämpft für Mutter Gottes, für Botschaften, dass wir können leben wie Erde. Ja. Wie Erde. Wir kultivieren die Erde nicht. Verfolgen, nicht natürlich. Devastieren, nicht schreien nein. Gegen Erde, weil wir bekommen Brot von Erde. Ja.
Und du musst aufpassen und kultivieren mit Liebe, mit dem Herz und zusammenbringen und so. So wie mit unseren Herzen. Wenn jemand schreit und bombardiert diese Leute, die leidenden Leute, die kommen mit ihm, das ist traurig. Dieser Mann muss schweigen, nicht predigen. Das ist schade. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen Priester, zwischen Leuten. Die Leute, die sind bekehrt. Das ist egal, wo lebt. Hier, in dieser großen Stadt oder im Dorf. Sie ist froh und gesegnet. Und gefreut in der Familie und feiert und so, lebt. Das ist wichtig. Ja, sonst hatte ich noch eine Frage. Es ist 40 Jahre in Medjugorje. Haben Sie für die Menschen eine Botschaft, die wir 40 Jahre nach der ersten Erscheinung den Menschen noch geben können? Dieses Jubiläum für uns ist wichtig. Ist eine Geschichte von unserer Schwäche und Gottes Liebe und die Liebe von Mutter Gottes. Wir sehen, wie Leute auch in der Familie, in der Kirche, in der Politik sind wirklich so schwach. Fehlt alles, alles. Darum müssen wir suchen, andere Weg, andere Straße, andere Programm. Und welches Programm? Wenn jemand will etwas mehr als Mutter Gottes will, das ist falsch. Wenn jemand sieht so und erwartet etwas Spektakuläres, das ist auch falsch. No. Spektakulum kann nichts machen für uns, verändern uns, bekehren uns, erläutern uns. Wir müssen anschauen, wie Gott braucht uns. Das geschieht wie nach 50 Tage nach der Auferstehung war der Heilige Geist in Abendmahlraum gesandt ist. Was geschehen ist. Yeah. Niemand weiß. Nur sagt er, wir haben das Licht gesehen. Wo? Oben jede. Aber ich weiß, sehe meine nicht. Ja, ja, man sieht es anders. Genau. Ja. Aber 40 Tage nach der Auferstehung. Ja. Jesus in den Himmel aufgegangen. Ja, 40 Tage. Ja. Und 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste. Und schau, dieses Pfingstenfest ist die Kirche, wie sagen, geboren. 3000 Petrus und Apostel haben getauft. Was ist geschehen? Nicht besonders, aber alles hier, ein Abbruch. Also eine Gnade. Wir können nur betrachten, meditieren. Ein Mann, der sagte, das kann nicht Jesus vor 4 Wochen, jetzt spricht über Jesus und sagte, wir sind die Zeuge. Damals sagte, ich habe nicht gesehen und jetzt, ich habe gesehen, wir sind Zeuge. In 40 Tagen, welcher Unterschied? Große, große, aber wiedergeboren im Heiligen Geist. Ich erwarte, dass dieses Anniversarium für 14. Ja. Anniversarium wird eine wirkliche Geburt in ganzer Welt. Und eine neue Bewegung, eine neue Befragung, dass alle kommen nach Hause und zurück sagen, ja. Wir haben gehört. Ja. Wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen, genau. Ja. Und das ist wirklich gebraucht. Aber nicht ein neues Buch, nicht neuer Bischof oder
Neuer Geist, Heiliger Geist, neue Gaben. Diese, also Licht, die, das erläutert uns, unsere Worte und Gedanken und Werte. Weil Finsternis ist im Herz von Menschen. Finsternis war im Herz von meinem Bischof. Er verfolgte mich und sucht von mir, dass ich schweige, dass ich bin tot, weil ich kann nicht schweigen, ich muss sagen. Und sagte, du bist ungehorsam. Du bist ungehorsam, weil du, ich bin Bischof, ich sage dir, stopp. Weil ich habe... Ja, das ist wie Petrus vor dem Hohen Rat. Ich kann nicht schweigen. Ja, Pater Josu, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke.